What the fuck, what's that? Das ist, wenn man die DreamScope-App kombiniert mit FaceSwap von Snapchat. Vielleicht schon mal von Deep Dream gehört? Das ist ein Google-Projekt zur künstlichen Intelligenz, das die Frage stellt, wie würden eigentlich Computer träumen? Wenn man auf deepdreamapp.com geht oder sich die App einfach runterlädt, dann kann man wirklich sau viele total abgefahrene Filter nutzen. Kostenlos. DreamScope rumzuspielen macht einen Heidenspaß, aber es zu kombinieren mit Snapchat ist nochmal wirklich abgefahren. Bin mal gespannt, was andere Leute da so machen. Schickt's gerne mal vorbei. Kleine Warnung zur DreamScope-Seite, da kann man alles Mögliche hochladen, auch nicht jugendfreie Sachen, und das haben ein paar andere Leute auch gemacht. Ich würde sowas nie tun. Check gerne mal meine eigene DreamScope-Seite aus, aber Achtung, da sind nur jugendfreie Sachen drauf. Das Potenzial von der Kombination von DreamScope und Snapchat ist schier endlos, und ich bin mir sicher, dass da der ein oder andere Horrorfilm mal rauskommt.